Plötzlich fällt es dir ein. Du rufst nach seinem Namen. Wie? Was tust du? Dun, dun, dun. Oh, hi! Oh. Das ist ein niedliches kleines Kind. Sind wir jetzt Bruder und Schwester? Oh. Fühlst die Seelen deiner Freundin Ezreal. Ezreal Dreamer retten. Was tust du? Was ist das für ein Gefühl? Was passiert mit mir? Nein, nein! Ich brauche niemanden! Oh nein, oh nein, 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 nein! Der wird mich ja wohl jetzt... Wird mich das jetzt umbringen? Nö. Doch, oder? Ist egal, ich rette nochmal. Hör auf, lass mich in Ruhe! Hörst du mich? Ich zerschmettere dich! Nee, du, mein Freund, wirst mich nicht zerschmettern. Du wirst nämlich auch gerettet wie alle anderen, Kollege Sonnenschein. Das wird weniger, oder bilde ich mir da... Ich nutze mein Item, dafür haben wir die Dinger, ja, waren ja kostenlos. Traum wie Realität, ich bin komplett geheilt. Natürlich, meine Damen und Herren. Krutz. Weißt du, warum ich das mache? Warum ich kämpfe? Um dich hier zu behalten? Oh, weint der, jetzt sind es Tränen. Nee, ich will den weiter retten. Ich mach das, weil du etwas Besonderes bist, Krutz. Du bist der Einzige, der mich versteht. Du bist der Einzige, mit dem ich noch gerne spiele. Oh, das ist so traurig, Mann. Der versucht uns gar nicht mehr anzugreifen. Das ist alles nachvollziehbar. Die Motivationen in diesem Spiel sind nachvollziehbar. Und deswegen, keine Ahnung, es ist ein ganz, ganz fantastisches Spiel. Nein, es ist nicht nur das. Ich mache das, weil du mir wichtig bist, Krutz. Ich sorge mich um dich mehr als um jeden anderen. Das ist so niedlich, ich weiß gar nicht. Der kennt mich ja eigentlich gar nicht. Vielleicht sind wir Brüder, Alter. Ich bin nicht bereit für das Ende. Bin ich bereit dafür, dass du gehst? Ich kann mich nicht von jemandem wie dir verabschieden. Das Ding ist, weißt du, das machen ja manche Menschen wirklich so, die dann irgendwie, um irgendwas zu erreichen, was sie erreichen möchten, aber sich nicht trauen, das auszudrücken, dann keine Ahnung, versuchen die irgendwie so zu handeln, dass das Ergebnis dann trotzdem das ist, was sie haben möchten. Das ist gerade irgendwie schwer zu erklären, aber also bitte, hör auf damit und lass sie mich gewinnen. Nein, Mann, nein. Was ist jetzt der Death Ray? Kommt jetzt gleich Baby Metroid und rettet mich. Hör auf! Hör endlich auf! Nein, mein Freund. Oh Gott, wir haben nur noch 0,000000 von 20 HP. Ja, es ist so cool, Mann, ohne Scheiß. Krutz. Ich kann nur noch rennen. Ich bin so einsam. Ich bin so einsam, Krutz. Ja, das glaube ich dir, Mann. Ich habe so viel Angst, Krutz. Krutz, ich... Was? Oh, da ist er. Kleines Schaf. Oh, wie niedlich, Mann. Er trägt genauso ein gestreiftes Dingsbums wie wir. Es tut mir so leid. Brauchst du dir doch nicht leid. Ich verstehe das, ich kann das nachvollziehen. War schon immer eine Heulsuse, nicht wahr, Krutz? Also das heißt, wir kennen uns tatsächlich. Sind wir die beiden Brüder? Ich weiß schon. Du bist nicht wirklich Krutz, oder? Krutz ist schon lange tot, was? Wie lautet dein Name? Frisk, was? Das ist ein netter Name. Frisk. Ich habe mich schon lange nicht mehr so gefühlt. Als Blume war ich seelenlos. Ich hatte nicht die Kraft, andere lieben zu können. Doch mit den Seelen aller in mir, ich habe nicht nur mein eigenes Mitgefühl zurück. Ich kann ebenso jedes andere Monster spüren. Sie kümmern sich alle so sehr umeinander. Und sie kümmern sich auch um dich, Frisk. Ich wünschte, ich könnte dir sagen, wie sie alle über dich denken. Papyrus, Sans, Undyne, Alphys, Toriel. Monster sind seltsam. Selbst wenn die dich kaum kennen. Scheint es, als würden sie dich alle sehr lieben. Haha. Frisk, ich verstehe, wenn du mir nicht verzeihst. Natürlich verzeih ich dir. Verstehe, wenn du mich hasst. Hass ist ein verdammt tiefes Wort, mein Freund. Ich habe mich seltsam so schrecklich verhalten. Ich habe dich verletzt.
Ich habe so viele Leute verletzt. Freunde, Familie, Zuschauer. Es gibt keine Entschuldigung für das, was ich getan habe. Verzeihen, natürlich verzeihen. Was? Frisk, komm schon. Du bringst mich nur erneut zum Heulen. Außerdem, selbst wenn du mir verzeihst, ich kann diese Seelen nicht behalten. Aber ich kann sie zumindest zurückgeben. Aber zuerst gibt's etwas, das ich erledigen muss. In diesem Moment kann ich fühlen, wie jedes Herz einen Schlag teilt. Sie brennen alle mit dem gleichen Wunsch. Mit der Kraft aller, mit der Entschlossenheit aller, ist es an der Zeit, dass wir Monster endlich frei sind. In der Tat, mein Freund, in der Tat. Aber nein, 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 der opfert sich ja wohl. Nein, 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 nicht opfern. Die Musik ist absolut ohne Scheiß. Allein der Soundtrack von dem Spiel ist schon absolutes Gold wert. Nein, 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 der ist ja wohl jetzt nicht tot, Alter. Nein, der war das erste Mal mehr oder weniger glücklich, Mann. Das geht gar nicht jetzt. Die Barriere wurde zerstört. Die kommen jetzt raus, Mann. Das erste Mal überhaupt. Frisk, ich muss jetzt gehen. Ohne der Seelenkraft aller anderen kann ich diese Form nicht beibehalten. In einem kurzen Augenblick werde ich mich wieder in eine Blume verwandeln. Nein! Ich werde nicht mehr ich selbst sein. Ich werde erneut so etwas wie Liebe nicht fühlen können. Oh. Also Frisk, es wäre das Beste, wenn du mich einfach vergisst, okay? Nein, 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 nein. Ich werde nichts von diesem Spiel jemals vergessen. Geh einfach zurück zu den Leuten, die dich lieben. Tröste ihn, mache nicht. Natürlich tröste ich den. Entschuldige mal bitte, das ist ja wohl meine verdammte Pflicht. Oh, komm, ein anderes Charaktermodel. Oh, wie niedlich, ey. Das ist so cool, ohne Scheiß. Das ist so cool. Ha. Ha. Möchte nicht gehen. Ich möchte auch nicht, dass du gehst, Alter. Alter, vor allem. Frisk, du wirst eine tolle Arbeit abliefern, okay? Egal, was du machst. Jeder wird für dich da sein, okay? Naja, meine Zeit schwindet. Auf Wiedersehen. Oh, nee, 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 nee. Aber warum muss das Spiel so ein trauriges Ende haben, Mann? Ach ja, Frisk. Pass mich bitte auf Mama und Papa auf, okay? Oh, oh, oh. Das kannst du doch nicht auf mich übertragen, Alter. Nein, 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 nein. Oh. Oh nein, ey. Frisk. Das ist alles nur ein... Oh nein, das ist alles nur ein böser Traum? Was? Bitte, wach auf. Was? Oh, meine Freunde sind alle da, Mann. Hi. Oh, du bist wach, Gott sei Dank. Wir haben uns so viele Sorgen gemacht. Es hat sich angefühlt, als wärst du für immer weg. Ja, noch länger und ich wäre wahnsinnig geworden, selbst du. Sag als Satan nächstes Mal Bescheid, wenn du ein Nickerchen machst. Ja? Du, was hast du immer gesagt? Rabauke. Ja, wegen dir Heulpapyrus wie ein kleines Baby. Was? Ich habe nicht geweint. Ich weine nicht. Ich hatte nur etwas in meinem Auge. Was hast du denn in deinem Auge? Tränen. Oh, wie niedlich. Na, na. Am wichtigsten ist doch, dass es Frisk gut geht. Hier, Frisk. Trink noch ein wenig Tee. Du wirst dich dann besser fühlen. Wenn wir ihm erstmal seinen Freiraum lassen. Herrgott, nochmal. Nein. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, von was. Frisk, wir erinnern uns nicht genau, was geschah. Da war eine Blume. Und dann wurde alles weiß. In der Tat, ich kann mich dran erinnern. Aber die Barriere ist jetzt verschwunden. Wenn du bereit bist, werden wir alle zur Oberfläche zurückkehren. Ja, alle kommen auch mit. Oh, wie cool. Gehen wir alle zusammen. Die Tour im Osten führt uns jetzt endlich durch. Aber zuvor, möchtest du vielleicht spazieren gehen? Kannst allen deinen wundervollen Freunden Lebewohl sagen. Mach, was immer dir beliebt.
Wir warten auf dich. Oh, muss ich... Das ist so cool. Hallo, Frist. Alphys hat mein Handy geupgradet. Ich habe viel Spaß mit der SMS-Funktion. Sans, schau dir das mal an. Oh Mann, Tori. Das ist echt heftig. Ich kann nicht glauben, dass die Königin zurück ist. Ja, sie war die ganze Zeit die Königin, Mann. Das ist so cool. Und die hat sich die ganze Zeit nur versteckt eigentlich. Und auch noch so vertrottelt ist. Ach, entschuldige mal bitte. Ihr seht, ihr steht 1 Meter voneinander entfernt. Warum schreibt ihr euch? Ja, so ist die heutige Generation, mein Freund. Ist egal. Keine Sorge, Papyrus. Wir schreiben uns aus gutem Grund. Warum das denn? Naja. Weil wir große Trottel sind. Sans, sag das bitte nicht. Du bist kein Trottel. Du bist eher ein Hohlkopf. Ihr Wortwitze sind sogar schlimmer. Noch schlimmer. Warum lachst du denn? Ich lächle aus Mitleid. Ist klar, Kollege Sonnenschein. Hi. Hey, Frisk. Schaust du denn so seltsam? Sans, habe ich dir erzählt, als Frisk mit mir geflirtet hat? Und mich dann fragte, ob er mich Mutter nennen darf? Ganz am Anfang, ey. Ohne Scheiß. Oh, Junge. Wow, Frisk. Der stellt unsere Beziehung in ein neues Licht. Hey, Tori. Hast du noch andere peinliche Geschichten? Oh, aber immer doch. Aber ich glaube, diese Geschichte ist eine der unglaublichsten. Es ist kaum zu glauben, dass jemand mit mir flirten möchte. Ja, ist okay. Oh, Toriel, du hast keinen Plan. Hi. Also, Eskor, darf ich jetzt der Königskarte beitreten? Aber natürlich. Wer, wenn nicht du? Nun, Papyrus, jetzt, wo der Krieg vorbei ist, brauchen wir die Königsgarde nicht mehr. Was? Was war denn der Sinn und Aufgabe der Menschen? Des Menschen. Er ist in all den Weg gegangen. Und ich bin noch immer kein Mitglied der Königsgarde. Das ist wirklich das schlechteste Ende. Verstehe. Stimmt, dem anderen Ende war er, glaube ich, Mitglied der Königsgarde, ne? Also, Alphys, was willst du tun jetzt, wo wir alle frei sind? Wir können jetzt die ganze Welt erkunden. Naja, natürlich werde ich rausgehen und, nein, ich werde ehrlich sein. Ich bleibe drin und schaue Animes wie ein totaler Verlierer. Das ist die richtige Einstellung. Ihr alle, feiern wir, dass wir Verlierer sind. Ach Quatsch, ihr seid die coolsten, Mann. Ihr habt alle gute Freunde. Also, Papyrus denkt genau richtig. Gegen Frist zu verlieren war das Beste, was mir je passiert ist. Ich bin froh, dass wir... Hm? Was gibt's, Eskor? Was ist ein Anime? Oh mein Gott. Frisk, bitte. Hilf mir bitte, Eskor zu erklären, was ein Anime ist. Ja. Weißt du, es ist wie ein Cartoon, aber... Mit Schwertern oder mit Pistolen? Mit Schwertern, ist egal. Ja, ist also wie ein Cartoon, aber mit Schwertern. Wow. Das hört sich toll an. Total, Alter. Wo gibt's das? Wo kann ich ein Anime sehen? Crunchyroll. Warte, ich denke, ich habe welche auf dem Handy. Hier, schau dir das an. Oh, das ist der falsche. Egal. War das der Super Tentacle Hentai Porn jetzt? Wow, haben sich diese beiden Roboter gerade geküsst? Oh ja. Yeah. Wenn ihr wüsstet, Alter. Junge, Technologie ist schon verrückt. Was? Ja, in der Tat. Ja, natürlich. Hi, und wie geht dir so? Psst, Frisk. Sag mal, denkst du, Eskor und Toriel werden, je wieder zusammenkommen? Ach, bestimmt. Klar. Ja, das hoffe ich auch. Ich denke nur einmal daran, wie süß die beiden gewesen sind. Ja, bestimmt. Schnell zu meiner Nummer 1 Beziehung aller Zeiten, meine Damen und Herren. Mhm. Direkt vor Glenn und Dingskirchen. Tori und Gory. Mein alter Chef und seine Ex-Frau. Das hört sich plötzlich weit weniger cool an. In der Tat. Hallöchen, Frisk, alle miteinander. Entschuldige, dass ich versucht habe, dich zu töten? Nein, deine Seele zu nehmen. Ach, komm schon mit klar. Ich fühle mich deswegen wirklich mies. Ich hoffe, wir können dennoch Freunde sein. Hey, mach dir keine Sorgen, Eskor. Ich denke, jeder hat zumindest einmal versucht, Frisk zu töten. In der Tat. Oh, ich verstehe. In diesem Fall tut es mir nicht leid, Frisk. Eskor, das ist nicht, was ich gemeint habe. Muss ich jetzt wirklich gehen? Muss ich jetzt wirklich gehen? Fühle dich bitte nicht vernachlässigt. Ich hab dir auch SMS geschickt. Danke. Du hast doch immer meine Handynummer nach all dieser Zeit. Oder etwa nicht. Klar, entschuldige mal. Entschuldige, ich habe gerade keine Zeit, Frisk. Ich sollte jetzt eigentlich arbeiten. Aber du arbeitest nicht.
Ich weiß, und das erfordert alle Konzentration. Verstehe. Es scheint, du hast die Aufgabe verbockt, Frisk. Aber ich, der große Papyrus, werde immer dein Freund bleiben. Danke. Egal, wie sehr du versuchst, ihn loszuwerden. Würde ich nie tun. Hey. Das stimmt. Das ist so nett. Hey, Alphys, Alphys. Denkst du, wir können uns wieder etwas mit Kämpfen ansehen? Klar, dafür sind wir doch da. Oh, und dann etwas mit Prinzessin. Oder kämpfenden Prinzessin. Wie Zelda zum Beispiel. Schau mal nach, ob ich etwas finden kann. Andein. Klar. Yay. Oh, wie cool, Mann. Genau überlegt, es ist nicht gut, Fanfic über echte Leute zu schreiben. Ich meine, das echte Leben, die tolle Fanfic über... Ja, nee, ist klar. Fanfic ist eine ganz, ganz feine Sache. Mhm. Game Grumps Fanfic, meine Damen und Herren. Sehr, sehr erotisch. Oder Markiplier und Jacksepticeye. Noch erotischer. Bitte sagen niemand, dass ich das gesagt habe. Klar. Ich werde es nämlich online posten. Gott sei Dank. Und du so, Frisk, mir ist gerade etwas aufgefallen. Jetzt, wo wir nicht mehr alle kämpfen, kann ich dich endlich fragen... Möchtest du eine Tasse Tee? Ja, gerne doch, mein Freund. Möchtest du eine Tasse Tee? Ja, sehr. Logisch. Oh, naja. Die Tasse, die ich halte, ist leider kalt. Super. Also wird das wohl nichts. Danke für die Frage, aber. Aber ich bin froh, dass du ja gesagt hast. Sobald ich dazu komme, werde ich wieder einen Tee aufsetzen. Da können wir gute Freunde werden. Ja, ist okay. Wir gehen dann mal. Ich habe jetzt mit allen zweimal geredet. Ich gehe davon aus, dass ich jetzt gehen muss, oder? Speichern mal, vorsichtshalber, so für den Fall der Fälle. Ist das jetzt das Tor, das mich hier rausführt? Wenn du gehst, wird dein Abenteuer wirklich zu Ende sein. Deine Freunde werden dich aus dem Untergrund begleiten. Ja, bitte, 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 die kommen mit, voll cool. Nicht gehen oder ich bin bereit? Ich bin bereit, die kommen mit, Mann. Wenn die mitkommen, bin ich bereit, aber nur, wenn die mitkommen. Oh, cool, Mann, wir sind alle draußen, ey. Wie cool ist das denn, Mann? Die sind endlich frei. Wow. Sind die wunderschön, Leute? Wow, es ist sogar besser als im Fernsehen. Viel besser. Besser, als ich mir vorstellen könnte. Frisk, du lebst mit so etwas? Das Sonnenlicht ist so nett und die Luft so frisch. Ich fühle mich richtig lebendig. Hey, Sans. Was ist das für eine große Kugel? Schon mal in einem Land vor unserer Zeit geguckt, Alter? Wir nennen das die Sonne, mein Freund. Das ist die Sonne? Wowie. Ich kann nicht glauben, dass ich die Sonne treffe. Höchstpersönlich. Könnt ihr stehen bleiben und den ganzen Tag zusehen. Ja, es ist wunderschön, nicht wahr? Aber wir sollen wirklich nachdenken, was jetzt passiert. Oh, richtig. Leute. Das ist der Beginn einer strahlenden Zukunft. Eine Ära des Friedens zwischen Monstern und Menschen. Frisk, ich muss dich etwas fragen. Ich möchte keinen Tee, danke. Wirst du unser Botschafter für die Menschen sein? Klar, gerne, Mann. Botschafter werden, Entschuldigung mal, selbstverständlich. Ja, Frisk wird der beste Botschafter sein. Und ich, der große Papyrus, werde das beste Maskottchen sein. Ja klar, ich muss einen guten ersten Eindruck machen. Adieu, Alter. Tja. Jemand muss sich von dem ganzen Ärger bewahren. Man sieht sich, Leute. Aber es ist so unfassbar cool, ohne Scheiß. Muss ich einfach alles machen? Papyrus, warte. Und jetzt teilen sich die Leute auf, ja? Hey, Andein, warte. Jetzt stehe ich wieder hier mit Toriel und Escor. Ups. Sollte ich etwas machen? Naja, ich gehe dann mal. jetzt beenden wir das Spiel mit der Person, mit der wir das Spiel auch gestartet haben. Damals. Scheint, als möchten alle ganz eifrig aufbrechen. Frisk, du bist doch von dieser Welt, richtig? Du musst doch einen Platz zum Zurückkehren haben, richtig? Was wirst du jetzt machen? Ich will bei dir bleiben oder ich werde weiter. Ich will bei dir bleiben, Mann. Das sind meine Freunde. Was? Frisk, du bist wirklich ein witziges Kind. Hättest du das früher gesagt, wäre all dies nie geschehen. In der Tat. Ist wohl so gut. Ist wohl gut, dass deine Meinungsänderung so lange gebraucht hat. Ja, stimmt, sonst wärst du gar nicht rausgekommen. Naja, ich denke, wenn du wirklich nicht woanders hin möchtest, gebe ich mein Bestes, um dich zu versorgen. Danke. Solange du mich brauchst, alles klar? Komm mit. So sau cool, Mann. Die anderen warten schon auf uns. Oh, meine Fresse, ohne Scheiß. Das Spiel habe ich gefressen. Das war eine der schönsten Videospielerfahrungen, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Und ich habe Zeit meines Lebens schon so einige Spiele gespielt, meine Damen und Herren. Also, das Spiel war es zu 1000% wert, ohne Scheiß. Also, muss ich das jetzt selbst verkriegen? Nein, okay. Jetzt sehen wir die ganzen Gegner nochmal. Das ist ohne Scheiß...
die haben, ich habe so viele RPGs schon gespielt, früher vor allem, heute sind JRPGs ja relativ, ich sag mal, unpopulär, abgesehen von dem ab und zu mal Final Fantasy, das rauskommt, wobei die ja auch mittlerweile von ihren Wurzeln zumindest ein kleines bisschen abrücken, aber diese ganzen JRPGs, die ich früher gespielt habe, mit den ganzen Konventionen, die man dann gewöhnt war und so weiter und so fort, und die hat man dann im Hinterkopf, und dann kommen diese Herrschaften hier und brechen alles davon einfach auf. Oh, wie cool, Mann, er fährt Auto. Mit seinem roten Auto, wovon er immer geträumt hat, Mann. Wie cool. Und er kommt mit dem Dreirad hinterher. Also wirklich jedenfalls eine absolut glänzende Leistung, weil man... Also ich finde in Spielen immer sehr, sehr wichtig, dass man eine emotionale Bindung zu den Charakteren hat. Damit, dass man eine Motivation hat, irgendwas zu tun. Dass man nachvollziehen kann, warum andere Leute irgendwas machen und so ein Scheiß. Und das hat dieses Spiel gemacht und geschafft. Also das war von Anfang an so. Die erste Person, die man getroffen hat, also Person... Ja, die man getroffen hat, war Toriel, und im Grunde genommen wusste man von Anfang an Bescheid, okay, die Frau ist cool und toll und so weiter und so fort und lieb, und es war ganz am Anfang schon ohne Scheiß herzzerreißend, die Frau überhaupt alleine zu lassen, und das war innerhalb der ersten, was weiß ich, Stunde dieses Spiels oder so. Das ist ohne Scheiß wirklich faszinierend, wie die das hingekriegt haben, weil, ich meine, das, was dieses Spiel gemacht hat mit emotionaler Bindung und so weiter und so fort, haben relativ wenige Spiele, kriegen meiner Meinung nach mittlerweile relativ wenige Spiele hin, weil viele Spiele sich dann nur mal leider darauf verlassen, dass die grafischen Möglichkeiten mittlerweile dermaßen überragend sind, dass man dann teilweise Story oder auch Musik oder so irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund schiebt, weil man verlässt sich dann darauf, dass das Spiel geil aussieht, und wenn es geil aussieht, kaufen es die Leute schon. Und das ist ja nun mal oft genug tatsächlich so. Bei dem Spiel ist das allerdings nicht so. Die haben bewusst wahrscheinlich auf optischen Schnickschnack verzichtet. Das ist jetzt im Stil von einem maximal 8-Bit, maximal 16-Bit, wahrscheinlich sogar 8-Bit-Spiel. Und das ist gut, weil das dann Interpretationsraum freilässt. Und ist klar. Und man sich dann, also ich persönlich mich mehr auf die Story konzentriert habe, als irgendwie an bestimmten Stellen in diesem Spiel zu stehen und zu sagen, boah, das sieht aber geil aus. Wobei es tatsächlich dann immer noch einen Charme hatte, weil die Pixelart in dem Spiel ist fantastisch, meiner Meinung nach. Man muss sich mal überlegen, dass die Kämpfe zu 99% schwarz-weiß waren. Das darf man dabei auch nicht vergessen. Das muss man sich dann nochmal vor Augen führen, dass das dann trotzdem alles so funktioniert hat. Dass sie das alles so gut haben darstellen können und wir jeden einzelnen Charakter, sogar im Prinzip jeden einzelnen Gegner nachvollziehen konnten. Das ist eine Kunst, meiner Meinung nach. Und da haben die ganze Arbeit geleistet, ohne Scheiß. Kann ich nur den Hut vorziehen vor dem, was sie hier so gemacht haben, meine Damen und Herren. Und deswegen ist das wirklich, ich bin sehr, sehr froh, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, meine Damen und Herren. Sagt mir in den Comments Bescheid, was ihr von dem Spiel gehalten habt. Vielleicht bin ich auch der Einzige, der da so einen Spaß dran hatte. Ich habe keine Ahnung. Also es ist einfach nur an so vielen Stellen so niedlich und so herzerwärmend teilweise schon. Das ist faszinierend, ohne Witz. Also... Ja, absolut geniales Spiel. Leben bei ihren Familien. Ja, adieu. Oh, er schneidet die Hecke, Alter. Mit seinem Blümchenhemd. Oh, und sie stolpert natürlich nochmal. Monsterkind. Ach, die heißt einfach Monsterkind. Die hat überhaupt keinen Namen. Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. In der Tat. Es ist ohne Scheiß eine der coolsten Videospielerlebnisse, die ich jemals in meinem Leben hatte. Sorry. Ist Toriel Lehrerin geworden? Oh, das ist ja immer adäquat. Und die, guck mal, die Wolken sehen fast ein bisschen aus wie Herzen. Ist das nicht ein Traum, meine Damen und Herren? Und zu guter Letzt natürlich nochmal der Theme-Song. Liebe Leute, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet an dem Spiel auch nur ansatzweise so viel Spaß wie ich, weil sollte das der Fall gewesen sein, hattet ihr eine Menge Spaß, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich aufrichtig herzlich... Was? Nein. Nein, 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 nein. Hahaha, was? Dachtest du wirklich, es wäre zu Ende? Ich meine... Wir haben noch nicht mit dem besonderen Dank begonnen. Bereit? Werden wir all das? Besonderer Dank. Ach du Scheiße, jetzt geht alles. Jetzt muss ich, wenn ich die gelb markiere, ist toll wahrscheinlich. Ja, hallo. Verstehe. Das ist aber ein ganz schön langer Abspann, oder? Also jedenfalls bedanke ich mich wirklich aufrichtig, dass eure Zeit hier mit mir verbracht habt, meine Damen und Herren. Das Spiel lag mir und liegt mir am Herzen. Ich hoffe, das ist auch nur ansatzweise rübergekommen. Weil das Spiel auch sehr, sehr viele wahre und wichtige Messages irgendwie verpackt hat. Der Glaube an sich selbst, legt Wert auf Freunde, wisst, auf wen ihr euch verlassen könnt, weil das ist wirklich unbezahlbar. Bei allem Geld auf dieser Welt ist es wirklich, man kann sich Freunde nicht kaufen. Also zumindest Leute, auf die man sich verlassen kann, das ist nicht möglich. Und das hat das Spiel uns wunderbar beigebracht, meine Damen und Herren.
In diesem Sinne, meine Damen und Herren, nochmal vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Hochoffiziell winkenderweise bis zum nächsten Spiel, meine Damen und Herren. Tschö. Ist ja auch sehr cool, oder? Danke übrigens auch für die deutsche Lokalisierung, meine Damen und Herren. Gute Nacht. Gute Nacht, liebe Leute. Ich hoffe, ihr schlaft heute gut. Passiert jetzt noch was? Oh, wir sind im Bett. Wir sind im Bett wieder aufgewacht, Mann. Wir kriegen Kuchen von Toriel. Ein Traum. Das ist so niedlich, ohne Scheiß. Das ist so unglaublich lieb und niedlich. Okay, liebe Leute, das war's dann endgültig. Für die paar, die dran geblieben sind, meine Damen und Herren, in den Comments. Das Codewort ist Karamellkuchen. Tschüss.